weiter geht's heute in der Vorbereitung mit dem Vorbereitungsspiel gegen die Mannschaft aus Altach. Bevor ich jetzt was vergesse, es hat mir ein User in der Gruppe was geschrieben, der in der Facebook-Gruppe. Ich gucke gerade drauf, wo warst du? Der hat mir nämlich einen Namen vorgeschlagen, eines Spielers, den ich eventuell holen sollte. Okay, gucken wir mal, ob ich den kriegen könnte. Ich habe es nämlich im Beitrag auch schon gefunden. So, die Frage ist, kann man verpflichten? Ich habe jetzt... Der Saison. Der spielt in Lüttich. Ist Belgier. Kann ich aber nicht als Leihspieler machen. Ich setze mal auf die Wunschliste. Alles klar. Also ich kann mal... Er hatte gesagt, ich darf tatsächlich einen Scout schicken. Jugendspieler darf ich nur... Genau, ich darf nur deutsche Jugendspieler schicken. Oder? Ist das richtig im Kopf? Deutsche Jugend, ja. Keine Freispieler der Regions. Ja gut, alles klar. Also fällt das schon mal raus. Er hat nämlich gesagt, in Tschechien war scouten, aber die... Leider... Darf ich das nicht? Schade eigentlich. Aber ja. Und da ist schon der nächste Neuzugang wahrscheinlich unter Dach und Fach. Der zweite. Unser Rechtsaußen. Unser neuer rechter Mittelfeldspieler. Ist auch nur ein Jahr ausgeliehen. So kann man relativ gut in die Folge starten. Sterner von Holstein Kiel wird ein Jahr ausgeliehen von den Störchen und wechselt damit quasi zu uns. Ja, herzlich willkommen. Ein Jahr Jonas Sterner. Ich habe ihn schon in den Wählerstörchen gesehen. 66. Neuer Starspieler. Fürs eine Jahr. Und wenn der wirklich einschlägt, dann versuche ich es zu verpflichten. Also ich habe jetzt leider das Problem, ich habe das Geld dafür. So. Gut. Da wollte ich hin. Teammanagement. Teammanagement, ja, genau, die sollen ja beide schon in der Startelf stehen, auf jeden Fall fürs nächste Spiel. So. Und Oshino soll auf jeden Fall links, rechts für Götz spielen. Gut. Oshino spielt auf jeden Fall auf der Seite. Und der linke und Götz spielt mit. Ach, das ist ein Linksaußen. Ach Gott. Ja, gut, okay. Das ist jetzt ein bisschen blöde. Das ist mir ausgerechnet der Linksverteidiger statt den Rechtsverteidiger weggebrochen hat. Weil Lippert ist eigentlich ein. Ist eigentlich. Hat er auf der 6. Auf der Seite ausgeholfen. Na gut, alles klar. Egal. Nicht schlimm. So. Ist halt jetzt so. Warte mal, ich lasse mal meine Startelf drin stehen. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich mir sogar jetzt noch ein Linksverteidiger verpflichte, um hinten links die auch zuzumachen. Dann hätten wir zumindest drei Neuzugänge drin in der Startelf. Gut, Sterner kann auch die linke Seite spielen. Das ist der Vorteil, aber er soll als neuer Rechtsaußen das ganze Ding ein bisschen ankurbeln. Jupp. Und der zweite Neuzugang, wie gesagt, Oshino darf jetzt auch tatsächlich von Beginn an mal ran. So,
Genau, ich werde mir noch einen, noch mal Linksverteidiger scouten, also das weiß holen. Den habe ich in der zweiten Liga gefunden. Defensiv, Linksverteidiger. Deutschland. Wer war man das so zu verlieren? Jetzt wollen wir das jetzt ins dritte Spiel gegen Altach gehen. Wir haben jetzt 4 Punkte auf dem Konto. Und ja. Ich gucke jetzt gerade den zweiten. So, Suche starten. Da wird wahrscheinlich noch nichts auf der Transferliste sein, aber ich gucke jetzt einfach mal durch, von da wir noch eine Alternative hätten, der vielleicht für uns ein bisschen helfen könnte. Ja. Marco Jod ist ja von Koffenheim, wie hast du das ausgeliehen, ne? Ja, verliehen hat Schwert, genau. So, ich guck gerade. Mit der Freigabesumme. Ich werde mir das Rutzka ausleihen. Versuchen zumindest. Nee, ist nicht möglich. Schade. Leider ist momentan. Ich bin jetzt gerade ein bisschen dran, Linksverteidiger zu scouten. Anschlüsse sitzen. Ja, da ist er. Wäre der Alternative. Also ist leider also alles nur Leiharbeiter, gerade ohne so ein bisschen. Ohne grundlegende Option. Leider müssen wir das jetzt hier aber ein Jahr erstmal alles. So, jetzt muss ich gerade gucken, ob ich den. Ich kann leider nur das machen. Ich kann leider. Gegenangebot. Ich glaube, ich habe keine Kohle. Ich glaube, ich muss jetzt mal wieder Geld sammeln. 20, es geht leider nicht. Dann muss ich leider beenden. Tut mir leid, das ist leider nicht möglich gerade. Solange ich doch kein Geld habe, kann ich leider gerade nichts tun. Das heißt, ich werde warten müssen. Ich werde also warten müssen, leider, bevor die ersten Spieler. Wir müssen gucken, dass wir die ersten Spieler verpflichten. Loswerden noch. Wenn das möglich ist, dann könnte das. So. Hätte ein Spielesperre. So, ich gehe mal rein. Jetzt erst ins dritte Gruppenspiel. Wir haben jetzt 4 Punkte auf dem Konto und ich hoffe, dass wir es hinkriegen. Ich werde das mal ausprobieren mit dem nur Höhepunkte spielen. So. Also Horn soll auf jeden Fall Startelf spielen. Klar. Ja, das war mal. Oder wir gehen mal über die Nummer 3. Ich probiere mal das Höhepunkt ausspielen. Dann sind die Spiele auch nicht so lange. Es ist einfach jetzt immer nur was aus. Ich möchte was ausprobieren, einfach nur. Dafür ist die Vorbereitung auch da. Dafür ist dieses Let's Play auch gemacht. Und dafür war das Spiel auch relativ weit. Gucken wir Recht herzlich willkommen heute, liebe Fans. Wir begrüßen Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Ach. Rolf Fuß und Frank Buschmann heißen. Ach so, okay, ja. Schönes Ding, Hallenberger. Ja.
Ach Mann! Der Ball zum Gegner. Heberpass. Nee, mein Schuss war noch nicht. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Ballgewinn, gefährliche Position. Schade. In diesem Moment ist die Partie zu Ende. Für die Gastgeber gibt es heute also eine Niederlage. Okay. Das ist eine knappe Niederlage. Das ist ärgerlich, aber sie werden die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Schade. Okay, ich hätte gedacht, wir hatten ein bisschen was Spaß, aber es ist halt nur ein kurzes Spiel. Ist es nur ausprobieren jetzt einfach gerade, ne? Wie gesagt, es geht jetzt ein bisschen darum, Dinge zu verstehen, Dinge auszuprobieren, einfach mal Dinge zu zeigen. Ich spiele dann tatsächlich doch lieber selber, muss ich sagen. Weil diese Niederlage tut mir jetzt gerade ein bisschen weh. Wir sind jetzt momentan auf Platz. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Sollen wir eine Tabelle, die wir gerade machen? Nein, jetzt gibt es keine. Okay. Ach so, es ist die Niederlage, ist es vorbei. Alles klar. Okay. Ja, gut. Naja, schade. Sollen wir denn aber irgendwas bekommen dafür jetzt gerade? Kaira habe ich den Neuenberger kaufen. Ablehnen. Und das können wir gerne annehmen, immer das Angebot. Dann können die sich da ein bisschen verhandeln. Ja, schade, die Niederlage hat gezeigt, dass es vorbei ist. Geht zum ersten Spielauftakt zu W in Wiesbaden. Trotzdem Angebot für Kolbe. Ja, das ist ein gutes Angebot, aber den möchte ich gerade nicht abgeben. Das ist nicht schnell. So. Gut. Ja, dann haben wir ein bisschen was ausprobiert. Das ist jetzt eine relativ kurze Folge. Gut. Ja, okay, wir haben ja zwei Neuzugänge verpflichtet. Wir sind in der nächsten Folge und dann geht's weiter mit dem Auftakt gegen Wiesbaden. Und da wollen wir natürlich halbwegs vernünftig in diese zweite Liga-Saison reinkommen. Ich freue mich drauf. Bis dahin und auf Wiedersehen.